So, herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Und was heute wichtig ist, nach dem Tag, nach der EZB-Sitzung, stellt sich ja wohl die oder man kann sich ja die Frage stellen, ob das alles in den Charts vorhersehbar war. Deswegen habe ich heute viele Charts mitgebracht, die ich die letzten Wochen teilweise hier vorgestellt habe, teilweise für BNP muss ich gerade einen Börsenbrief schreiben oder auch auf Godmode Trader veröffentlicht habe. Die Prognosepfeile sind eben so geblieben an dem Tag, wo ich die Analysen erstellt habe. Und da können wir jetzt ein paar durchgehen und dann schauen wir später eben dann den DAX selber an und noch kurz den Nasdaq 100 Index. Also fangen wir mal einfach hier an. Ich habe ein paar willkürlich rausgeholt. Das ist jetzt ein Eurostoxx-Wert, Sanofi. Kam eben hier unten an den Unterstützungsbereich nochmal ran und mit dem gestrigen Hoch, gestrigen Tag, hat es dann eben hoch geschafft und hat aber noch nicht dann eben die Ausbruchsmarke erreicht. Also hier war, nach meiner Analysemethodik stand es theoretisch auch im Chart drin, dass hier eine Bewegung nach oben stattfinden könnte. Bei UniCredit zum Beispiel, da war eigentlich wirklich nur das Kursziel an den Abwärtstrend gerichtet und nicht mal mit dem heutigen Tag hat der Wert dieses Kursziel sozusagen erreicht, aber mehr ist wahrscheinlich auch hier bei diesem Wert jetzt die nächsten Tage absolut nicht möglich, ja. Wenn es jetzt bei solchen Tagen nicht schafft, nicht mal den Abwärtstrend zu erreichen, dann wird der Wert das auch wahrscheinlich jetzt die nächste Woche das nicht schaffen. Dann die Deutsche Bank. Hier hat es leider eben nicht, das wurde ja auch hier besprochen, leider nicht den gewünschten Bereich, Kaufbereich erreicht. Aber hier war eben auch von den Mustern her klar aufwärts gerichtet. Schließe ich mal die Sachen. Die BMW-Aktie, das war ein Intraday-Setup, das habe ich auch am Mittwoch auf den Godmode Trader veröffentlicht, war hier eben das Ausbruchsniveau da, also nicht nur den Bruch der Abwärtstrendlinie und hat eben heute dann auch exakt das Kursziel erreicht. Also war im Prinzip dann eben auch, nachdem der Ausbruch da war, die Aufwärtsbewegung auch im Chart eigentlich ersichtlich. So. Hier eine Airbus-Aktie, da war hier das Kurslevel, die Ausbruchsmarke bei 56,15. Und ja, da gibt es eben noch ein paar, die Deutsche Post hat schon das Kursziel Tag vorher, ja, mit dem eigentlich auch nur gestern erreicht. Dann die Borussia Dortmund Aktie konnte noch nicht den Buy-Trigger auslösen, obwohl es jetzt gestern eigentlich auch souverän gewonnen haben. Muss man eben abwarten, ja, ob hier dieses Level noch erreicht wird. Eine BASF lief in den Bereich rein, kam jetzt an den Widerstand hin und ist dort abgeprallt. Eine Allianz, das hat das Kursziel, das kurzfristige würde relativ, also bevor die ganze Bewegung stattfand, schon erreicht. Hier habe ich jetzt nach oben keine neuen Kursziele ermittelt gehabt. Und ja, die Deutsche Post, die hatten wir ja schon. Und im DAX, da gab es auch wirklich im Stundenchart eben absolut keine Verkaufssignale wie jetzt in den US-Märkten. Und da hat eben der DAX das, ja, von mir eigentlich das letzte Kursziel jetzt hier in diesem Chart, beziehungsweise Kursziel ist falsch, ein Widerstand einfach erreicht, dass es jetzt so schnell ging. Das war jetzt von mir auch nicht natürlich vorhersehbar, ja, aber hier ist eben die Analysemethodik, dass die Charttechnik auch funktioniert, soll eben zeigen, dass die Widerstände vorher ermittelbar sind und die Märkte oft an den Widerständen
dann drehen können, aber natürlich nicht müssen. Und ja, hier im DAX warte ich jetzt natürlich auch erstmal den ganzen Tag noch ab, wie es sich wie sich die Muster weiterentwickeln. Im Tageschart haben wir eben den EMA 200. Wir sind jetzt gerade auf Xetra wieder durchbrochen. Und auf Wochensicht sind wir an dem oberen an der Oberkante des Rainbows. Und im Monatschart sind wir auch am EMA 10 angelangt. Also alles, was jetzt oben drauf kommt, ist natürlich absolut bullisch zu werten. Wenn es jetzt hier in dem Bereich eine Umkehrkerze sich ausbilden sollte, was im Moment natürlich überhaupt nicht ersichtlich ist noch, dann könnte es schon einen deutlicheren Rücklauf geben, aber im Moment ist jetzt hier noch nichts zu erkennen. Im kurzes Euro-Pfund, da hat er ja die Buy-Marke nicht erreicht. Und hier, da lag ich dann definitiv falsch, aber nachdem eben der die Stopp-Marke eigentlich durchbrochen worden ist, kam eben dann der Move mit der EZB-Sitzung. Und hier habe ich im Moment auch keinen, die Chartmuster noch nicht ausgewertet, wohin jetzt das Währungspaar laufen könnte. Kommen wir kurz, also noch genau ein Setup, was noch läuft. Es lief jetzt an die untere Begrenzung exakt hin und sollte nun die Korrektur wirklich abgeschlossen haben und nach oben jetzt dann durchziehen. Also hier ist dann wirklich der Stopp direkt wahrscheinlich hier sinnvoll, den hier hochzuziehen. Bei diesem Setup. Noch ein weiteres Tief würde das Szenario wahrscheinlich unwahrscheinlich erscheinen lassen. So, kommen wir zum NASDAQ 100 Index noch. Bislang ist es die normale NASDAQ, sind die normalen NASDAQ-Kurse hier drinnen. Schalten wir auf die Future-Kurse. Hat er jetzt das Level heute Nacht sozusagen fast erreicht. Und hier könnte eben auch jetzt dann Gewinnmitnahmen eben drohen. Weiteres Kursziel habe ich auch hier bislang nicht ermittelt. Da muss ich am Wochenende ein paar Stunden mich wieder dran sitzen, damit ich die neuen Ziele ermitteln kann. Kommen wir noch kurz zu Amazon und zu Google bzw. Alphabet-Aktie. Hier war das Chartbild auch bullish, war eigentlich ein Kursziel von 600 Euro anvisiert. Gestern nochmal eine Chartanalyse veröffentlicht, dass es nochmal hier an das Ausbruchslevel hinlaufen könnte. Und solange eben die Marke von 520 nicht fällt, sind Kursziele von 600 Dollar eben denkbar. Nachbörslich stehen wir jetzt schon bei 625, glaube ich, war das hoch. Kommen wir noch zu Ex-Google oder beziehungsweise Alphabet-Aktie. Hier hat er die erste Aufwärtsbewegung vollendet. Schön an dem Bereich, wo eine Umkehr möglich war, gedreht. Den Bereich wegen der Stärke auch des Nasdaqs halt nicht mehr erreicht. Und hier stehen wir eben auch über der 700-Dollar-Marke. Ich glaube, wir stehen 720, wenn mich nicht alles täuscht. Also wie Sie jetzt hier sehen, es stand es vieles im Chart drinnen. Nur was mein Fehler war, war halt hier im S&P-Index, den habe ich jetzt hier gar nicht offen, mich zu sehr auf die zwei Candlestick-Muster habe ich mich da konzentriert, an dem Abwärtstrend, aber die Einzelaktien waren allesamt bullish. Da habe ich eigentlich kein einziges Short-Szenario gesehen
Und ja, die Kursziele sind theoretisch alle erreicht worden. Ich sehe jetzt wirklich nichts mehr groß nach oben, was nach oben kommen könnte. Alles total überkauft und die komplette Nachbetrachtung muss ich dann am Wochenende vollziehen. Ich wünsche allen weiterhin gute Trades und ich werde mich Nachmittag nochmal kurz melden.